Herzlich willkommen und mit lieben Grüßen aus Wien. Ich freue mich, Ihnen unser langjähriges Forschungsprojekt über entwicklungsdynamische Beobachtung, Analyse und Dokumentation von Lernsituationen präsentieren zu können. Ich möchte mich dafür gerne bei Alexander Riedmüller bedanken. Vorab möchte ich Ihnen auch sagen, dass das Skriptum, das ich da lese, Ihnen auch gerne zur Verfügung gestellt wird, wenn Sie das möchten. Lernen in fähigkeitsgemischten Gruppen bedeutet eben wörtlich, dass jedes Gruppenmitglied seine individuellen Fähigkeiten in Lernprozessen aktivieren, einsetzen und entwickeln kann. Gruppen von Menschen mit unterschiedlicher Reife und Ausprägung ihrer Fähigkeiten und Verhaltensweisen implizieren für das pädagogische Handeln einen Paradigmenwechsel. Von der inhaltlichen Leistungsbewertung, Leistungsbemessung hin zum Erkennen von individuellen Kapazitäten, mit denen sinnvolle Teilhabe an den Lernsituationen einer Gruppe möglich ist. Nicht Defizite und deren Vermeidung, sondern funktionelles Erfassen von Fähigkeiten und deren Unterstützung bestimmen das pädagogische Handeln. Georg Feusers Definition von Inklusion, damals sprach er noch von Integration, ist gleichsam wie ein didaktischer Leitfaden zu verstehen. Inklusives Lernen heißt, dass alle Schüler und Schülerinnen ohne Ausgrenzung in Kooperation miteinander gemäß ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau an einem gemeinsamen Thema oder Projekt oder Inhalt spielen, lernen und arbeiten können. Inklusion ist also eine interaktive, kommunikative, dialogische Tätigkeit im Kollektiv. Ich würde sogar ergänzen, eine ko-kreative Tätigkeit. Für mich sind für entwicklungsförderliches, kindorientiertes pädagogisches Handeln drei Parameter wesentlich. Empathie. Da geht es um das Erfassen dessen, was in meinem Gegenüber im Kopf, in den Emotionen und im Körper vorgeht. Zweitens, didaktisches Können. Dafür braucht es schon in den Ausbildungen viel mehr praktische Erfahrungsmöglichkeiten und lebenslang nie ermüdende Neugierde, Übung, Reflexionsbereitschaft, Teamarbeit und anderes mehr. Und eben entwicklungsorientierte Beobachtung, Analyse und Dokumentation von Lernsituationen als Basis für meine eigene Praxis. 2006 konnten wir in Wien ein Forschungsprojekt in Kooperation zwischen der Musikuniversität Wien, also unserem Institut für Musik und Bewegung Rhythmik sowie Musikphysiologie und dem Institut für Bildungswissenschaften der Universität Wien realisieren. Wir kombinierten die Schlüsselerkenntnisse von unterschiedlichen Entwicklungstheorien, also Jean Piaget, Robert Keegan, Dick Chompy und andere. Karl Ganitschnik erstellte die Theorie der psychischen Funktionen und Operationen. Und ich erarbeitete die Dokumentation und Analyse der praktischen Beobachtungssituationen. Und es ist immer noch Work in Progress. Und Sie sind alle eingeladen, Ihre Erkenntnisse dort einzubringen. Die Arbeitsgrundlagen in Form einer Tabelle der psychischen Funktionen, die Erläuterungen dazu, inklusive einem Film, sowie der Forschungsbericht selbst sind auf der Homepage der MDW abrufbar. Warum noch immer Piaget? Seine prozesshafte Art der Beobachtung, wie Kinder zu Erkenntnissen gelangen, macht uns alle Beteiligten gleichermaßen zu gleichwertigen Partnern mit unterschiedlichen Kompetenzen und unterschiedlichen Verantwortlichkeiten. Zweitens, es geht um die Beschreibung, nicht die Beurteilung, der funktionellen Bedeutung von Handlungen, von Handlungsschritten und nicht um Inhalte. Und wir haben keine Relation zu Altersangaben. Es ist unerheblich für die Gestaltung von Angeboten, auf welcher Zeitskala sie angesiedelt sind. Erheblich ist, ob die Aufgabenstellungen den aktuellen Möglichkeiten der Person entsprechen. Worum geht es dabei? In jeder Handlung aktivieren wir in unterschiedlicher Intensität jene Funktionen, mit denen wir von Anbeginn unserer Entwicklung an unser inneres Bild von Welt aufbauen.
Diese Funktionen sind Bewegen, Empfinden, Wahrnehmen, Denken, Sprechen, sozial-emotional handeln, wollen, intuieren, kreativ sein, erinnern und merken. Bis dato hat man noch nicht mehr Funktionen gefunden und was zum Beispiel als Intelligenzen bezeichnet wird, sind oft einzelne Operationen. Schauen wir uns nun ein Bild an, das mir sehr lieb geworden ist und beobachten wir, was jetzt an Funktionen hier umgesetzt wird. Denn in jeder Handlung aktivieren wir alle 8 Funktionen. Jedoch mit unterschiedlicher Intensität und unterschiedlichen Schwerpunkten. Diese Schwerpunkte können natürlich auch unterschiedlich zu unserer Intention der Aufgabenstellung sein. Beide Kinder bewegen sich in langsamen, vorsichtigen Schritten zur Flötenimprovisation. Sie führen feinmotorisch sich gegenseitig über den Handkontakt. Sie integrieren innere, mehrere Wahrnehmungen, hören Taktiles, Raumwahrnehmung, Bewegungen der anderen Kinder und anderes mehr. Sie kombinieren mehrere Denkschemata als Denkprozess. Sie setzen die sprachliche Anweisung der Aufgabe um und sie gliedern sich vom sozial-emotionalen Handeln her in den Gruppenprozess ein. Sie fühlen sich in die anderen ein. In den anderen ein. Und sie sind, was das Wollen betrifft, voll aufmerksam bei der Sache. Sie haben ein inneres Bild des Ablaufs und lassen sich auf den Versuch ein. Und sie setzen aus der Erinnerung ihr Wissen über die Details der Situation ein. Bemerkenswert ist, dass alle diese Funktionen bereits in den überlieferten Dokumenten unserer früheren Rhythmiklehrer und Rhythmiklehrmeisterinnen als wesentliche Elemente des Verfahrens Rhythmik beschrieben worden sind. Sie können das nachlesen bei der Groß, Feudel, Scheiblauer, Pfisterer, Glatte, Frohne, Konrad, Bühler, Thaler und anderen. Sie alle gebrauchen Beschreibungen für diese Funktionen. Auch für mich war es sofort evident, dass diese Funktionen genau den Anspruch unseres Verfahrens Rhythmik wiedergeben, nämlich die Persönlichkeit in ihrem gesamten Potenzial anzusprechen. Jedoch die Aufschlüsselung jede einzelne Funktion in jene Handlungsschritte, die ein Mensch in mehr oder weniger logischer Abfolge von der sensorischen bis zur formalen Entwicklungsphase erwirbt, war für mich eine wirklich herausragende Neuigkeit. Vor allem eine Chance, Entwicklungen aus der Situation heraus nicht nur zu beobachten, sondern genau zu beschreiben, analysieren und dokumentieren zu können. Wir haben in der Tabelle der psychischen Funktionen nun in den einzelnen Funktionsbereichen die Handlungsschritte dahingehend aufgelistet, dass einerseits nicht zu detailliert vorgegangen wurde, um die Praktikabilität des Rasters nicht zu gefährden, es andererseits aber auch nicht zu große Sprünge gibt, sodass doch die Lernsituationen ihrem Funktionsgehalt nach mit spezifischen Begriffen entsprechend erfasst und beschrieben werden können. Horizontal in der bunten Linie sind die Funktionen mit Großbuchstaben gekennzeichnet und vertikal die einzelnen Handlungsschritte durchnummeriert. Schauen wir uns nun eine Videosequenz an, die im vorigen Sommer auf einem Tanzcamp des Kultur- und Bildungsvereins Ich bin okay aufgenommen wurde. Wir arbeiteten an dem Thema Formen darstellen. Rundeckig, gerade und Dreieck. Die Gruppe von Alex, ist der große Bursch mit dem roten Punkt am T-Shirt, kreierte zum Abschluss eine Sequenz zur Form rund. Er macht bereits das 6. Jahr mit und schafft es diesmal fast durchgehend ohne 1:1 Begleitung dabei zu sein. Die Aufgabengestaltung ist so, dass die Gruppenmitglieder mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten ihr Können, ihre Vorstellungen einbringen können und die Lehrenden zugleich aber auch beachten, welche Schwerpunkte sie bei jedem Mitglied unterstützen wollen. Auch entschied Alex, wo er mitmachen kann, besser einfach beobachtend bleibt. Auch wenn es scheint, dass er abdriftet, kriegt er doch genau mit, was um ihn herum sich abspielt.
Die Musikbegleitung wurde spontan von den anderen Gruppen dazu gemacht. In dem Fall hat die Dreiecksgruppe improvisiert und die Bewegungen der Kreisgruppe aufgenommen. Aus Zeitgründen möchte ich in der Analyse Ihnen jetzt nur die Handlungsschritte vorstellen, die Alex tatsächlich gemacht hat. Sie können sich dann, wenn Sie sich das selber heraussuchen, auch jene Handlungsschritte herausnehmen, die tatsächlich die Aufgabe selber erfordert. Da sind dann kleine Unterschiede da, aber nicht, also es gibt einen Punkt, der wesentlich ist. Beim Bewegen übernimmt Alex wahrgenommene Bewegungen in die eigene Bewegung. Beim Wahrnehmen integriert er Wahrnehmungen aus verschiedenen Sinnen und kann zwei Merkmale miteinander verbinden und aufeinander abstimmen. Im Denken hat er zielgerichtetes, intentionales Handeln freigesetzt und kombiniert mehrere Schemata. Er kommuniziert intentional. Er sucht im sozial-emotionalen Handeln Kontakt und Anerkennung und nimmt Beziehungen auf, um seine Bedürfnisse zu befriedigen.
Was das Wollen betrifft, ist wohl seine Aufmerksamkeit von Gegenständen und Personen gesteuert, er erkennt aber seine Grenzen und das ist das Herausragende, er kann sich selbst einschätzen. Beim Intuieren hat er ein inneres Bild von seinen Abläufen bereits interiorisiert und er kann Bewegungen und Inhalte wiederholen und sich merken. Unsere Lehrenden wissen, dass Alex sich in vielen Funktionen in der sensorischen Phase bewegt. Was aber in dieser Beobachtungssituation als neue Erkenntnis zutage kam, war, wie genau Alex einschätzen kann, ob eine Bewegungsfolge für ihn zu komplex ist, er also besser einfach nur zuschaut und sich herausnimmt, zugleich aber auch den Zeitpunkt gut checkt, wann er wieder einsetzen kann. Dieses Kriterium hatten wir bei ihm eigentlich in der Deutlichkeit noch nicht erkannt und geschätzt, wie intensiv er dabei ist, auch wenn er nicht aktiv ist. Hier setzt er eine Operation aus der konkret anschaulichen Phase bereits ein. Eine nach diesen Gesichtspunkten genaue Analyse von Lernsituationen ist in mehrfacher Hinsicht hilfreich. Von der Didaktik her kann ich mir Klarheit verschaffen, welche Anforderungen eine Aufgabenstellung überhaupt beinhaltet, welche Handlungsschritte erforderlich sind, damit die Aufgabe sinngemäß umgesetzt werden kann. Speziell in nicht gelingenden bzw. wiederholt nicht gelingenden Situationen gewinnt man Erkenntnisse, in welchen Bereichen von den Inhalten und der Struktur der Aufgabe her Schwierigkeiten liegen. Kristallisiert sich in fortlaufender Beobachtung quasi ein roter Faden heraus, mit welchen Möglichkeiten eine Person Lösungen findet oder aber auch Anforderungen vermeidet und diese umgeht. Der breite Überblick gibt mir Orientierung bei noch nicht ausgereiften Handlungsschritten. Man findet jene früheren Positionen, mit denen sich eine Person doch aktivieren kann und von dort aus sich weiterentwickeln kann. Niemand arbeitet mit seinen Defiziten, sondern jeder mit seinen Fähigkeiten, seinen aktuellen Möglichkeiten. Die Binnendifferenzierung der Inhalte und Lernsituationen ist das Hauptkriterium für inklusive Lernsituationen. Dafür ergeben diese Analysen genauere Erkenntnisse, zum Beispiel, wo Überforderung bzw. Unterforderung geschieht, wo Kinder beispielsweise Handlungsschritte blockiert haben und auf andere Lösungen ausweichen, oder auf welchem Level in dieser Gruppe die gemeinsame Ausgangsphase möglich ist für die Binnendifferenzierung, welche Richtung differenziert werden kann oder soll, oder welche Situationen für individuelle Förderungen ins Gruppengeschehen eingebaut werden können. Wenn beispielsweise auch Gruppenmitglieder differenzierter arbeiten können, liegt für diese die Anforderung, vielleicht in einer einfachen Schrittkombination, eventuell darin, mehr Genauigkeit zu haben oder eine Hilfestellung für die, die es brauchen, zu bieten, also sich im sozialen Bereich verstärkt einzusetzen. Die sachbezogene Beschreibung aus den Beobachtungsprotokollen, was einzelne Gruppenmitglieder in unserem Unterricht entwicklungsmäßig tatsächlich zeigen, ist oft mehr und anderes, als wir spontan während des Unterrichts mitkriegen. Meistens beachten wir zu wenig, wie viele Anforderungen zugleich auch in einer recht einfachen Aufgabe zu bewältigen sind. Es ist auch hilfreich für unklare, gelegentlich sogar konfliktive Situationen zur Klärung in Teamgesprächen oder in Elterngesprächen auf der Tabelle Nachschau zu halten. Die begleitende Arbeit mit dem Entwicklungsraster gibt mir unkompliziert, spontan, ohne zusätzlichen Aufwand die Möglichkeit, jederzeit meine eigene Praxis nach entwicklungspsychologischen Kriterien reflektieren zu können. Rhythmisch-musikalische Erziehung hat die Funktion und das Potenzial eines künstlerisch-pädagogischen Basisverfahrens generell, aber mit besonderer Bedeutung für fähigkeitsgemischte Gruppen, weil Rhythmus selbst als solcher sich aus jenen Bedingungen und Eigenschaften konstituiert, die gleichermaßen handlungsleitend für kindgerechtes, entwicklungsförderliches pädagogisches Tun sind. Wir haben unsere Definitionen für das Verfahren Rhythmik und doch setzt jede und jeder von uns in der gelebten Praxis seine Ausdrucksformen um. Genauso verhält es sich auch mit Inklusion.
Die UN-Behindertenrechtskonvention definiert sehr klar, was mit dem Begriff Inklusion gemeint ist, wie er zu verstehen und umzusetzen ist. Aber es liegt doch an jedem und jeder von uns, ihn in seiner oder ihrer persönlichen Welt lebendig zu machen, in unserer Gesellschaft zur Wirkung zu bringen. Denn derzeit hat Inklusion im Sinne von gelebter Teilhabegerechtigkeit noch nicht jene Resonanz, die es braucht, um im Bildungssystem und im Leben von uns allen als Gesellschaft wirksam zu werden. Ich würde mich sehr freuen, von Ihnen Feedback zu erhalten und mit Ihnen über diese Aspekte des Verfahrens Rhythmik austauschen zu können. Herzlichen Dank.